So, jetzt gerade habe ich einen schönen Auftrag bekommen. An diesem Rad hier. Herkules. Oh, könnt ihr auch jetzt dabei sehen. Jetzt gibt es gerade einen Auftrag. Endlich mal. Etwas besseren als nur mal einen Schlauchwechsel oder so. Da ist kein Lager mehr drin. Also wird er getauscht. Gleich ging das neue System. Vierkant. Einfache Version. Aber ein gutes Lager. Einpresslager. Dann möchte der Herr noch einen Ständer haben. Das hört sich gut an für den Herrn. Den soll er haben. Und die Schaltung soll aktiviert werden. Sprich, hier ist eine Schaltung drin. Dreigang. Aber wie man sieht, kein Schaltzug und kein Schalthebel. Das machen wir jetzt. Wir gehen es rein. Die Pedalen müssen ab. Die guten Handschuhe. Meine Pedalen ab. Live im Tippal. Total im Ball. Beide Pedalen werden nach hinten in die Richtung abgeschraubt. Beiden Seiten. Nach unten. So. Ja. Andere Seite. Was hat der Tommy nochmal gesagt? Was hat er gesagt? Was war das? Was hat er gesagt? Hat's mir erst. Was hat er gesagt? Tommy hat gesagt. Na. Hinten, unten. Zack. So. Haben wir. Wahnsinnig rostig. Ein kleiner Unfall gehabt. Wie kann denn sowas sein? Da ist ja nichts mehr drin. Kein Lager, nichts mehr. Achtung, jetzt knarzt. Ui, jetzt genau an der Kamera. War alle taub geworden, die jetzt einen Kopfhörer auf hatten. So, dann versuchen wir das mal human auszubauen. Kette runter. Das war einfach. Die ist ja neu. Die haben wir ja schon neu gemacht. Den Keil lösen. Wenn lösbar. Dann die andere Seite auch. Bisschen einweichen. Dann mit dem Hammer den versuchen, den Keil rauszutreiben.
Na, das hat doch gut geklappt. Unglaublich. Weg ist er. Super. Das hat mal klappt. Andere Seite auch. Das hat noch besser geklappt. So eine einfache Demontage. Dann habe ich gleich die Kurbel in der Hand. So eine einfache Demontage hatte ich ja schon lange nicht mehr. Schmeißt es erstmal unten hin alles. So. Auch ab. Ja? Also wenn man hier gegenschlägt, wenn man so einen Hammer hat, vorausgesetzt, dann kann man hier gegenschlagen und die Achse dadurch den Zahnkranz runterholen. Hammer! Jetzt gehen wir wieder zu der Seite. So. Nimm's auf? Nimm's auf. 6 Minuten sind wir schon dabei. Jetzt müssen wir das hier lösen, die Achse hier raus. Tretlager raus. Wie machen wir das? 15er Schlüssel und und 24er. Die 15er brauchen wir hier drüben zum Kontern. Kein Lager mehr. Keine Kugel. Immer da, immer da. Ja, jetzt wird trotzdem schrocken. So. So, pausen. Ja, gut. Pausen hilft, die Druckzange. Bremse? Ja, du. Bremse. Kannst du die drehen? Ich halte hier. Ne?
muss man aufpassen. Warte. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich habe die genommen, die Etage. Vielen Dank. Brauchst du noch mehr Schläuche? Dankeschön. Nachher. Okay, kein Problem. Mach hier bleiben. Geht. Ja, okay, kein Problem. Vielen Dank. Kein Problem. So, ja, Mensch, da kommen wir nicht drum rum. Ja, müssen wir abschneiden. Wir kommen nicht drum rum, wir müssen es flexen. Ich hasse flexen, ehrlich gesagt. Oh, wie die Pest, ey. Ich hasse flexen. Ah. Oh. Ne, müssen wir machen. So, ich hol die Flex. Einmal Flex. Ich hasse die Flex. So, jetzt muss ich noch. Hallo. Ja? Hast du eine Spanne? Draußen in der blauen Box? Ah, eine blaue. Zeig mal, was hast du? Was hast du da? So eine Kuse. Achso, ja, in der blauen Kiste 15er Schlüssel. Das ist super. So, Dankeschön. Cruiser! Jetzt Achtung hier. Was? Was? Bitte. Oh, ist das furchtbar. Ich hasse flexen. Also wirklich. Okay.
Hier ist noch ein Lager drin. Aber da fehlt auch schon eine Kugel. Da ist er. Auf der anderen Seite ist. Das ist witzig. Auf der anderen Seite. Die Kugeln sind alle zerlegt da drin. Sieht man nicht? Ja, ich habe noch nie gesehen. Der ist schlimm aus. So. Ah, das ist durchgebrochen. Ah, die Lagerschale ist zerbrochen. Ja. Das ist natürlich nicht mehr zu löten. Kannst du vergessen. Lagerschale durchgebrochen, dann. Ui, dann sieht das so aus. Jetzt klappt mal die Lagerschale raus. Das filme ich von hier. Dann machen wir mal wieder richtige Position hier. Das war die eine. Die ist ja auch noch ganz. Die ist eigentlich noch gut. Jetzt kommt die andere. Da schon die Teile von der anderen, das durchgebrochen ist, reingebrochen. Und dann hat sich das Lager natürlich in den Tretlagerhäuser reingefressen. Das war aufgelöst und das war erledigt. Da muss ein neues drin. So eine Schalen gibt es ja nicht mehr von der Qualität. Hat der 20, 25 Jahre gehalten. So was gibt es heute nicht mehr. Also jetzt schlage ich das Teil hier auch noch raus. Den Rest davon. Na, jetzt kommt das ja nochmal rein. So, sollte das aussehen. Da ist eine Kugel hier raus. Zum Müll. So, haben wir. Schauen wir uns das doch mal an. So soll das aussehen. So sieht das aus. Naja, wie gesagt, die hat nachgegeben. Also Asche. Gewinde war eh kaputt, hat man gesehen, auf der Tretlagerachse. Also insofern, das musste raus. Da war schwer zu retten. So, jetzt bauen wir 190 noch ein. Next challenge, please. Please. Next Challenge, please. In Englisch. Wir machen ja voll in Tun, deutscher Hersteller. Wir machen jetzt voll in auf Fair and Square. Ah, das ist alles so Englisch, das ist ja unglaublich. Was für ein Quatsch, wa? Fair and Square. Seid ihr jetzt auch queer oder was?
Schalenrind prügeln. Machen wir mal. Aus der Position hier. Öfter mal einen Positionswechsel. Wenn ich die anfasse, dann darf ich die anfassen. Keine Ahnung. Geh weg. Ich muss das dem Publikum zeigen. Ich habe aber meinen Kaffee bekommen. Heute Morgen bestellt um 9:30 und jetzt ist es 2:30. Ist ja mittelfristig eine gute Lieferaktion. Danke, Marlies. Prost. Schmeckt der gleich. Jetzt schmeckt er gut. Jetzt schmeckt er gut? Welcher? Ja, der hier. Ah, okay, ich dachte meiner schmeckt jetzt. Keiner schmeckt doch sowieso nicht. So, ich muss jetzt echt mal. Kannst du nicht mal, das ist ja wegen dir. Wie findest du das eigentlich? Ich hab gerade mich drüber ausgelassen. Das ist ein deutscher Hersteller. Warum steht so weit auf dem Tretlager drauf? Das ist ein einfacher Tretlager. Next Challenge, please. Ach, ich hab jetzt nicht mal lesen können. Next Schalllänge, please. Ich hab mich gewundert, was enge bedeuten soll. Was enge bedeuten soll. Ja, und da steht hier drauf noch, das ist ja Make in Germany, was tun? Das ist Brandenburg, das ist die Firma. Dann steht hier noch Fair and Square. Was ist denn mit denen los? Die haben voll die Verpackung geändert in so einen Scheiß, ey. Was haben, da haben sie noch jemand für bezahlt für? Der hat sich wahrscheinlich kaputt gelacht, als er den Vorschlag abgegeben hat. Aber, ja. Ha! Den verkaufe ich was, die werden auf dem internationalen Markt derart was von zusammenbrechen. Wow! Okay, ich gehe wieder. Die Kinder sind alle oben. Ja, ist alle wach. Ich sehe, dass Kinder hier ist. Ja, das gar nicht auch wach, meine ich. Du weißt ja, wie sie jetzt nach dem Ausschlafen. Nö. Nee. Danke für den Kaffee. Wie Hubbelpaul immer so schön sagt. So sagt er mal. So, ich habe das Lager eingeschlagen mit Hilfe einer Einpresshilfe, Schlaghilfe. Einpresshilfe. Na gut, ich verlasse dich. Wie auch immer. Sie verlässt mich. Ach, Feuer, ihr Kunt verpackt. Schnell noch einen Kaffee gebracht. Ich verlasse dich. Für immer. Ich komme nie wieder. Heute Abend gibt es mal ein bisschen Rumba, Lotte, ne? Ja. Hühnersuppe mache ich. Was machst du? Hühnersuppe. Das ist aber ganz anders. Na, Rumba, Latte. Du bist abgefüllt, mein Schatz. Ist das okay, oder was? Ja. Nee, ich muss einfach mal weg hier. Das ist egal. Kinder schon schreien. Also, ich höre Kind schreien. Ja, geh doch trotzdem mal zu denen, ne? Nee, ich liebe es wie ich ohne Mama. Bis später. Habe ich jetzt vergessen zu sagen, ich mache mir diese Dinger da raus. Ich weiß nicht mal, wie die heißen. Abdeckkappen. So, hab ich's. Dann kommen die Schrauben hier rein. Dort. Kommt die Kamera.
mache hier rein. Müll. Wird das Ganze festgeschraubt. Furchtbar. Mann, 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 Mann. Jo, jetzt kommen die Abdeckkappen ruf. Mit ein bisschen Fett auf dem Gewinde. Ist ja furchtbar. Komm, geh mal anbieten. Einmal. Zweimal. Rumba, 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 Lotte. Hat echt nichts zu tun, irgendwie so richtig, wa? Wo war ein bisschen Vermietung oder etwa, Alter? Nicht so, haben wir halt dit. Schaltkette.
Svenny Baby ist wieder da. Am Stirnrad. Am Stirnrad. Start. Am Start. Peter ist raus. Kannst du ja nochmal zurückspulen. Viel Action. Ich hab's nochmal extra gefilmt. Kommt da nochmal extra rein. Jetzt mach ich aber die Schaltung hier bei dem. Will er ja auch noch. Schaltung will er noch. Ja, ja, Auftrag da seid ihr mal vom Anfang bis einer dabei. So, Schaltkettchen muss da rein. Gucken wir mal, wie lange das alles dauert. Schaltkettchen. Die Narbe ist in Ordnung, ne? Wenn die Narbe nicht in Ordnung ist, dann macht das auch keinen Sinn hier. Ja, bitte? Kenn ich nicht. Ja, kannst du ja nachher machen, Thorsten. Thorsten würde mal alles polieren. Ey, Thorsten ist ja Polierer. Der ist nicht Polier, sondern Polierer. Geburtstagsvideo, denn das wird ein Geburtstagsgeschenk. Hat er leider ein Geburtstagsvideo. Wie mache ich das richtig? Ja, richtig wäre schon mal gewesen, das nicht hier abzuheben. Hier wird alles so gemacht, wie ich denke. Wie Tommy denkt, so wird es gemacht. Und Dennis macht so, wie Dennis denkt. Und Thorsten macht so, wie Thorsten denkt. Ist ja tolerant, ne? Jeder so wie er denkt. Quasi. Gut, schalten tut's erstmal. Schaltkettchen ist drin. Also wo kommt das hin? Ich hab's reingeschraubt. Kann man reinschrauben hier. So, so. So, reinschrauben. Ne? Dann kommt die Mutter wieder drüber. Minimal Öl hier. Aufs Gewinde. Das sorgt für weniger Verschleiß beim Zudrehen. Hey, how much is the bike to rent for a day? 8 euros. 8? 8 the first day, the next day 7. Okay, okay. Yes. See. So, dann. You need one, want one, take one, or two, or three, or what? Four. Four. Do you have something electric? You are a veteran? Not at the moment, but after Berlin, oh. Oh, that was a good one. No. He is kind of a veteran. No? Then you have luck. But do we have luck? Yeah, no. Oh, luck for him? Oh. Luck for him. He's not a... Yeah, no, yeah. Yeah, not yet. Stop it, stop it. Okay, how would you call it in English? Enter. Cricket? No, cripple. Cripple means like a handicapped. Handicapped. From... I am. Na, das war ja was. Jetzt aus Chicago. Chicago. Jetzt geht's weiter. Na, Hauptsache, die verlieren die Räder nicht. Die Chicagoer. Spende für Chicagoer.
Karagua. Guten Tag, ich bin wieder da. Ich mache jetzt weiter. Also, hallo, ich da, was ist denn da los? Ich weiß, wie das geht, großer Bierchenbause. Da muss es sein. Bierchenbause, Bierchen. Bierbauchpause. So, nee, ich hab leider keine Zeit für sowas. Hier kommt jetzt das Ding ein Stück ran und der Zug und der Schalter und den hole ich jetzt erstmal. Muss man einfach alles zusammengucken. Also, jeden Stück haben wir ja schon hier. Können wir ja hier gleich. Gleich mal hier. Das ist meine Ecke hier. Da. Der Teil braucht man. Das kommt aus Schaltkett hier rauf. Ja, jetzt rufe ich schon so. Hält. Dann brauchen wir. Schalter, nehmen wir doch den. Schalter, Dreigang, Gegenstück, das brauchen wir. Und der Zug. Plus noch ein Stückchen Hülle. Hülle holen wir uns hier drüben, haben wir ja hier. Jetzt machen wir mal. Komplette Übersicht. Über die Schienen. Ich baue den Schalter an, den baue ich da vorne an. Könnt ihr mich überhaupt noch sehen da vorne? Stimmt. Moin. Hallo, Sir. Ja, was darf es sein? Trust me, ich brauche ein bisschen Luft hier in mein Fahrrad, aber ich wollte auch 1 Euro geben, das Trinkgeld, weil ich bin wirklich, habe keine Energie. Warum nicht? Ich war bei der Arbeit, Mann, und man ist müde. Ach so. Yes, so, was ich meinte, wenn du das für mich machen konnte. Das wäre nett. Ja. Was sagen Sie? Ach, ich weiß nicht. Ja? 1 Euro ist zu wenig, ich nehme 10 Euro, dann mache ich das. Okay. Nee, Bierchen trinke ich ja nicht. Darf ich ja nicht. Das ist ja hier. Das ist ja, haben alle mal Probleme gehabt, auch mit Drogen und so. Was sag ich jetzt? Komm. Damit noch nichts zu tun, immer nur mit den Opfern zu tun, sag ich mal so schön. Und mit den Leuten, die damit Probleme hatten. Man muss es den Leuten ja nicht allzu schwer machen, indem man dann selber hier den was vortrinkt. Oder so. Ich war jetzt vorne beim Schalter anschrauben, das mache ich jetzt auch. Achtung, Schelle auf. Schelle zu. Schalter dran. Den hier brauchen wir nur für hinten, der bleibt hier. Jetzt kommt der Zug dran. Eine Fiedel, die nehme ich schon zu machen. Da muss er mal mit zugucken. Ja, wenigstens von hier aus. Ein bisschen bessere Übersicht. Eventuell aufmachen, rausnehmen. Dann haben wir hier zwei Enden an dem. Welches nimmt man? Für Dreigang Torpedoschalter? Nimmt man? Welches? Ende. Den oder den? Den oder den oder den oder den? Man nimmt den. Richtig. Also schneidet man den natürlich nicht ab, sondern den. Was machen wir auch schnell mal?
aufgedröselt. Ich bin ein Idiot. Oh Mann. Hä? Sag mal, dieses Ende hier, das muss da rein. Geht mal mit dem Ende hier rein. Steckt das einfach durch und das kommt da oben raus wie von Zauberhand. Hebe nach oben. Dann legt man das hier um. Versucht das mal mit einer Hand zu machen. Mit einer Hand ist schwierig. Da unten muss das einhaken. Wenn man jetzt dran zieht und den Hebel betätigt. Fantastisch. Funktioniert. Wunderbar. Einmal frei. So muss es sein. Jetzt brauchen wir noch ein Stück Zug. Hülle von. Das muss ich euch auch von der anderen Seite zeigen. Und zwar von hier, diesem Punkt, zu diesem Punkt. Läuft er denn so durch? Nehme ich mir ein Stück alte Zughülle als Maß. Also zum Maß halten. Ich simuliere. Perfektes Timing. Das ist blöd. Den Zug und mache auf der einen Seite so eine Kappe rauf, auf der anderen Seite wollen wir mal schauen, wie das funzt. Gucken. Ja, die gucken.
Herr Thorsten, ja, ich will wieder kaufen, jetzt kauft sich nicht. Das ist unglaublich. Oh. Das muss man auch nicht bändigen können. Kaufsüchtiger Thorsten. Na, Fakt ist, ich hab jetzt das da drin, das da oben drin. Über die Umlenkrolle hier drum. Jetzt muss es nach hinten irgendwie. Ja, so. Mitkommen. Jetzt ist der Einsatz von diesem Teil gefragt hier. Ja. Wir öffnen den Inbus. Da wird der Zug dann fixiert. Hallo? Ja, bitte? She has a problem with charge in the wheels. With what? If you can see. Oh, just a minute. Okay. Ja. Okay, ja? Okay. Dann hier durch, dann fixieren. English, sorry. No, not English, I make a video. I make only a video here. Okay. That's in German. Und dann wird's fixiert und dann ist es fertig. So. Und dann mal gucken, was der Kollege oben mit Charging Bike. Nee, what do you mean? Charge? Change? Gears? Or what's the problem? Now it's English, no. Now it's you. She's the problem? Yeah. So, stehen geblieben. So, ich mach mal weiter. Video, ich muss es ja nur noch abschneiden. Und dann ist es fertig. Ja, ist der Kater. Abschneiden. Ah, it's a lot of bikes inside here. Hi. Hallo. Hallo. Na, verkaufst du auch Räder? Ja. Einfach hier rein, durch. Ah. Ja, mal schauen. Whatever you want, yeah? Huh? But are you sure? 2 euro? Whatever. Yeah, you can give whatever you want. Thank you. This one. Ah.
So, wir haben es gemacht. Jetzt ist dran. Gleich. Wunderbar, der Ständer funktioniert. Der Ständer kommt jetzt. Der Schalter funktioniert auch. Drei Gänge funktionieren. Haben wir auch gemacht. Jetzt kommt der Ständer hier dran. Und dann sind wir fertig für heute mit dem Auftrag. Und dann haben wir eine Stunde 16 und anderthalb Stunden bestimmt gebraucht. Trink mal einen Schluck Kaffee, dann geht ganz separat. Beautiful. Und? Nichts gefunden? Ist ja auch nicht da. Ich weiß. Na, nur die Kuwahara-Räder, die sind alle 600 so ein Stück, außer das eine, was nicht. Welche sind die, das sind die, die im Rast stehen? Das sind die bunten, die dort auch im Ständer stehen. Ah, okay. Also Kuwahara, hoch Kuwahara, wo steht. Ja, also. Tick hier, ein Ständer. Oh, in meinem reichhaltigen Angebot an Ständer. Gar nicht mehr so reichhaltig ist, wie es aussieht. So, doch. Hier. Hab ihn gefunden. Institch mit Montage 15 Euro. 9,90 Euro der Ständer. Aber so kosten die. 99, also 10er. Bei mir gibt es keine 99 oder so. Man muss halt durch, muss ja 10 Cent mehr bezahlen, dafür, dass ich ihn überhaupt euch anbauen darf. Darf ist gut. Anbaue. Schraube ran. Und zwar da. Da kommt er rein. Ich mache Kamera fest. Dann haben wir das komplett aufgebaut. Und der Kollege meinte ja, schaffst du das diese Woche innerhalb einer Woche? Ja, der Tommy schafft. Knapp zwar, war anstrengend. Aber hat er. Ja, zwischendurch sind halt immer Leute wieder im Laden und dann muss ich auch mal woanders hinlaufen und dann wird es auch öde. Geburtstagsvideo. Au! Und im Winter kommen wieder Antiquitäten und Kunst ganz viel und so und ab und zu mal ein Aufbau oder so.
Ah, der wird jetzt auch googeln ihn. Oh, kostet nie dann auch 250, der spinnt ja. Apparillo. Und wieder hoch mit hier. Jetzt muss er natürlich entgratet werden. Geht ja wunderbar mit dem Bolzenschneider, aber sieht halt so aus. Noch ein bisschen feilen. Voll auf den Kopf, was sind das für ein Augenblick? Einmal wischen. Gut. Ich glaube, das ist vollbracht. Das ist fertig. Ne? Also hier, Ständer. Bisschen abgerundet. Man kann sich nicht mehr hier verletzen. Schaltung funktioniert. Tretlager ist neu. Fertig, das war's. Anderthalb Stunden sind um. Mit zwischendrin Kundenbetreuung, das ist doch was. Das ist ja gut. Kann ich den Kollegen gleich anrufen und sagen, du, dein Rad ist fertig, kannst du abholen? Sauber schnell. Ja. Mach jetzt das Video fertig. Also, bis dann. Ciao.